Warum bin ich Idiot nicht endlich mal in die andere Richtung gefahren? Wir haben hier nur noch mehr Trainer, die wir auseinandernehmen können, fällt mir gerade auf. Ich wollte schon zurück nach Safronia und den Zug nehmen, aber wir müssen ja noch mal hier lang. Geh mir aus dem Weg, du Dödel. Es sei denn, auf dem Fahrradweg gibt es auch niemanden mehr. Wir waren auch noch gar nicht im Einkaufszentrum. Ich gehe erstmal hier gucken. Okay, hier ist kein Relaxo. So viel dazu. Jetzt ins Einkaufszentrum. Nein, ja. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist so groß. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Ach, das schaffst du schon. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Pressmania City. Die Übersicht ist an der Wand. Ah, schön. Was ist dein Job? Hier rumstehen und sagen, da ist der Zettel, wo alles steht? Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Ducatia City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Kundeninformationen. Wow, die Infos stehen da. Super Kundeninformationen. Zubehör für Trainer. TM-Laden. Geschenkartikel. Drogerie. Dachterrasse. Pokéball, Superball, Hyperball. Ja, gib mal wieder ein paar Hyperbälle her. Ja, mach 50 draus. Haben wir ja auch noch Tutz? Hast du Tutz? Ah, ja, Tutz, sehr schön. 40 Tutz. So, jetzt bin ich fast pleite. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnungen aller Items zu lernen und zu unterscheiden. Wenn man sie einsetzt, Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mir dazu geraten. Dieses riesige Angebot des nützlichen Items ist überwältigend. Hey Papa, du musst Pokémon-Trainer werden. Warum, Sohn? Weil darum. Okay, Sohn. Im TM-Laden erhält man seltene Attacken, für die ich kein Geld mehr habe. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese TM erhalten soll. Dann kaufe sie zweimal. Willkommen, womit kann ich dienen? Effekt hängt vom Pokémon ab. Aha, Kraftreserve. Verstärkt Feuerattacken um 5 Runden, Sonntag. Eine Runde Schutz wiederholen, fraglich. Weiß keiner. Okay, verstärkt Wasserattacken, Regentanz. Fügt jeder Runde Schaden zu, Sandsturm. Gehe ich mal davon aus. Ey, diese Fliesen. Oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrades wegzunehmen. Ja, endlich habe ich mein Porygon. Ich bin nicht mehr sogar ein Spielautomat, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Tja, kein Porygon für dich, Penner. Warum gibt man Porygon Upgrade, wenn man es sowieso nicht tauschen will? Überhaupt. Egal. Wo kann ich dienen? Zeig mal. Pokepuppe, Herzbrief, Superbrief. Nee. Ich hätte gern 3. Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Ich glaube, an dem man einen kaufen kann, weil verschicken kann ich den von überall, glaube ich. Ich möchte hier einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Warum? Nimm lieber einen Herzbrief, kommt vielleicht besser. Weich mir nicht aus, wenn ich mit dir reden möchte. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genug Geld. Dann geh Geld holen. Willkommen, womit kann ich dienen? X-Treffer, Mega-Blocker. Nein. Willkommen, womit kann ich dienen? Teuer.
So Stereot Man, oder? Ich möchte AP Plus kaufen, damit die AP der Attacken steigen, aber das kann man nicht kaufen. Ja, weil scheiße. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Bittere Medizin. Ah, hier gibt's keine Spiele. Ich wollte auch spielen. Du bist in einem Spiel. Mind blown. Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt's schon lange nicht mehr. Ein Automat, hier ist die Anleitung. Aha. Wir sind jetzt aber nicht schon auf der Dachterrasse, oder? Weil wenn der Typ so seine Höhen liebt, dann wird's doch wahrscheinlich auch okay, das ist die Dachterrasse. Warum sieht die Dachterrasse so scheiße aus? Das ergibt nichts Sinn. Na, wenn ich raten müsste, liegt das daran, dass die einfach zweimal das gleiche Einkaufszentrum genommen haben und gesagt haben, hier ist die Karten-ID für diese Location und haben dann hier einfach separat nochmal einzelne Dinger raufgepaut. Hier so einzelne NPCs zugewiesen, die rumlaufen an Koordinate so und so. Wenn du das machst, kannst du wahrscheinlich eine Menge Speicherplatz sparen. Vor allem, wenn du so viele gleich aussehende Pokémon-Center hast. Ja, ergibt schon Sinn. Wahrscheinlich ist das der revolutionäre Komprimierungsalgorithmus, den damals irgendwer sich ausgedacht hatte. Ich habe seinen Namen vergessen. Prismania Villa. Okay, hier ist nicht mehr so viel. Prismania City, ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Bah, ich halte es nicht aus. So. Berndi, komm mal noch mal kurz hier rein. Ich meine, ich könnte auch Zerschneider beibringen, aber ich nehme an, das willst du nicht, weil was willst du mit Zerschneider? Nochmal! Das war gerade in-game. Ihr müsst nicht zurückspulen, das war nicht euer Computer. Gucken Sie Erlof Handy an. Am Ende des Radweges ist Foxania City. Das ist. Dafür habe ich einen Zerschneider aus der Kiste geholt, ja? Das ist doch nicht wahr. Hallo, ja, ich mal wieder zum 27.000. Mal, kein Problem. Welches war das Pokémon, das wir von dem anderen bekommen haben? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Er wird es nie zurückbekommen, weil wir nicht wissen, welches es ist. Vielleicht habe ich es auch freigelassen. Der Radweg fängt hier an. Es geht nur bergab. Darum ist die Fahrt so erfrischend. Dieses Gefühl kann man durch kein Schiff oder Zug vermitteln. Es sei denn, man macht das Fenster auf. Misa habe Gegner gefunden. Hey, du. Bist du aus Johto? Und wenn ja, dann werde ich dich jetzt verprügeln. Warum? Weil du aus Johto bist. Biker Hannes mische Kabeln. Hannes schickt Mokmok in den Kampf. Mokmok. Ey, lass dir mal einen Schnauzer stehen. Explosion vom anderen Stern. Ja, sie kommen, um uns kennenzulernen.
Explosion von anderen Planeten, die außer Menschen, sie sind da. Yay, Yami ist auf der Reise. Anis wurde bekriegt. Wow. Sehr schön. So, Alter, jetzt halt mal an hier, wenn Arashizumi schon auf 51 ist, das geht gar nicht. Dann müssen wir wen anders vorschicken. Mic Drop zum Beispiel. Oh nein, noch so einer. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Lugion benutzt Windhauch und schubst ihn mit seinem Bike in den See. Hector, ja? Ey, Hector, ein Schnellkampf, dann nutzt du ein Smogmog und nicht drei Smogon. So wie dein Kumpel Hannes da oben. Also kein Ding, das kriegen wir hin. Oh, Surfer. Ist halt vielleicht eine andere Attacke hochpacken, eine, die schneller ist. Oder er meint Spontankampf. Aber hier kämpft jeder spontan. Ich habe noch niemanden gesehen, der meint, oh, hast du gerade Zeit? Ja, naja, gut, dann kommen wir später nochmal wieder. Mic Drop erhält 49, sehr schön. Noch eins, dann bist du auf 50. Mug. Okay, Smogon. Wieder einer weniger. Hector setzt Magma ein. Wow, das wäre sogar effektiv. Würde ich jetzt hier nicht gerade mit Wasser kämpfen. Oder Feuer. Oder irgendwas anderes. Also im Prinzip wäre es super, wenn ich gerade Berndi vorschicken würde. Aber tue ich nicht. Ups, du hast ganz schön Kraft. Ja. Freihändig fahren gilt als cool auf dem Radweg. Fahr mal bergauf, du Flasche. Ohne Motor. Ah, das ist Hardcore. Endlich frech. Du Null aus Jodo. Boah, hier werde ich sowas von die Fresse polieren, Alter. Da kannst du aber drauf wetten, kannst du das. Okay, auf Mittelstrahl ist nix. Gut zu wissen. Halt! Hey, Penner! Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Will ich haben. Tauschst du gegen mein Bike? Klar, Bike gegen Bike, warum nicht? Biker Manuel möchte kabbeln. Manuel schickt Magma in den Kampf. Manuma. Hallo Manuma. So, Mic Drop. Gleiche Prozedur wie immer. Wasser. Attacke ist très effektiv. Und noch ein Magamar. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich überlege gerade, ob ich einfach Suicune mit ins Team nehmen sollte, wenn ich nach den Viechern suche. Vielleicht sehen die dann, oh guck mal, das ist unser Kumpel. Da kommen wir hin. Ich meine, das wird niemals so ins Spiel gekodet sein, aber wir können mal so tun, als ob. Ja, mir reicht 31. Wir reden hier mal von dem Spiel, wo man ein Nintendo DS auf dem Kopf halten muss, während eines Level-Ups, damit ein Pokémon sich entwickelt. Was haben wir so außer Konfusstrahl, sag mal. Ja, scheiß auf Fluch. Traumfresser wäre noch sehr schön. Weil da könnten wir auch was gegen Entei und Raikou anfangen. Ich sehe zwar cool aus, bin aber schwach, also bin ich nicht wirklich cool. Ich muss härter trainieren. Ja, vielleicht. Aha. Und wieder rauf. Quietsch, 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 quietsch.
okay, das war's. Hier gibt's nichts mehr, außer die beiden. Dreien, keine Ahnung, das waren ein paar. So, lass mal schön hier auf dem Radweg fahren, auf dem Gras. Lass da einen Stein liegen, du fliegst den Berg runter. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Nicht mehr lange! Biker Fridolin! Ich möchte kabeln. Hey, Fridolin! Ja, surf meinetwegen. Was soll da schon? Also. Yami ein bisschen hochgepubbelt, wir haben Erika besiegt, wir haben Prismania City uns einmal angeguckt und so weiter und so fort, also ich finde in den letzten fast 3 Stunden ist eine Menge passiert. Fehlen immer noch 9, die wir garantiert nicht vollkriegen werden. Also 9x4, 36, 36 Folgen also werden das, die noch fehlen. Mindestens. Das ist immer so gesetzte Sache, jede Folge geht genau 15 Minuten, was nicht der Fall ist. Die gehen immer mehr als 15 Minuten, immer zwischen 15 und 20 Minuten. Oh, ein Glutexo, das ist cool. Krieg ich das? Kannst auch mein Garados behalten. Oder meine Rashizumi, meinetwegen auch. Gib mir nur irgendwas, was irgendwann zu einem brauchbaren Viech wird. Brumm und Krach, ey. Ja, Bummfilm. Guck mal, hier, so ein Blödsinn gab es damals nicht auf dem Fahrradweg. Da kommt man nach. Da war Ende. Da ist man nicht den ganzen Berg runtergerollt. Radweg, ab hier geht's bergauf. Ja, vergiss es. Waren die nicht mal irgendwelche Penner, die gevögelt haben? Das sag ich doch hier. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania. Ja, man merkt wirklich, ich bin nie auch nur in Richtung Prismania City gerannt. Hier, guck mal, Vogelheinz. Egon. Vogel Egon schickt einen Nocku in den Kampf. Ah, stimmt, wir waren in Urania. Sind dann nach Azuria. Von da aus nach Safonia. Von da aus nach Lavandia. Dann sind wir nach Fuxania. Von da aus nach Marmoria. Dann nach Vertania. Dann nach Alabastia. Dann nach Zinnoberinsel. Und dann sind wir erst zu Prismania City gerannt. Nachdem wir nochmal in Vertania waren. Ups. Hey Heinz. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Aber trag bitte keine Shorts, weil sonst piekt das Gras an deinen Beinen. Frankie. Groß, du Vogelwut. Dodo, Dodo. Ich hätte das Ding wahrscheinlich Duodo genannt statt Dodo. Aber egal. Ich meine, ja, es ist Dodu und Dotri, aber egal. Quadro. Oder Duno. Es sollte ja auch mal irgendwann theoretisch so ein Dings geben. Wie heißt denn das hier? So eine Babyform von Dodo. Das hatte dann nur einen Kopf, glaube ich. Oder hat es 3? Ich weiß gar nicht mehr. Müssten wir dann die Gold- und Silber-Demo-Version spielen? Stimmt, die könnte ich ja wie gesagt auch noch machen. Aber ich mache einfach mal Pause, damit nicht so viele Let's Plays auf dem Kanal laufen und ich auch mal irgendwie was anderes machen kann. Hey, Dodri! Siehst du, das wäre genau der Trainer gewesen, der kleinen Dodri, Mitteldodri und Großdodri haben kann. Stimmt, ich glaube, das Baby hatte 3 Köpfe. Und der Erwachsene auch 3. Und Dodu hat irgendwie den Kopf verbummelt. Oder der Körper ist der Kopf. Yippie, ich hab verloren. Echt jetzt?
Also, stark bist, muss es Spaß machen, gegen dich zu kämpfen. Aha. Wenn du kein Fahrrad hast, darfst du die Abkürzung nicht benutzen. Das nennst du nur Abkürzung, ja? Die Abkürzung ist von oben nach unten, aber nicht andersrum. Yay, meine Lieblingsstadt. Naja, Janina ist ganz in Ordnung, aber der Rest... Okay. Jetzt haben wir es aber, oder? Ich glaube. Wir könnten Kubino mal an die Spitze stellen. Kubino braucht noch ein bisschen. Lass doch den Scheiß. Nee, ich will nicht da hin machen. Komm, mach woanders mit. Hm. Nee, wir hauen von hier ab. Okay, ich komm noch mal rein und du gehst woanders hin. Ich komm noch mal rein und du gehst woanders hin. Aha, geh doch. Kenne deinen Platz, du Penner. Abfahrt nach Ducatia City in wenigen Minuten. Steigst du auch ein? Ja. Darf ich deinen Fahrschein sehen? Mach doch. Ducatia City. Hallo, Annette ist dran. Oh, Logi, wie geht's dir? Hör zu. Mein Nidoran, bla bla, schön war. Okay, sie will noch nicht kämpfen. Schade. Ich dachte. Sie ist wirklich ein Wasserfall. Aber ich mag Wasserfälle. Weiß gar nicht warum, aber ich höre denen gerne zu. Was ich nicht geil finde, ist, wenn ich zwei Wasserfälle vor mir sitzen habe. Die sich dann gegenseitig zulabern. Wo du dann so dastehst und mal zu Wort kommen willst, es aber nicht geht. Weil du unter dem Rauschen, das die beiden erzeugen, einfach nicht zu Wort kommst. Sei nur selber zum Wasserfall, aber das ist ja unhöflich.